Aufwachen. Wir haben Leute zu verhören. Oh, und Punkte zu verteilen. Ich glaube, das hatten wir gestern auch schon. Sammeln. So, ich hatte letztes Mal eins übersehen, was ich eigentlich haben wollte. Wo war das? Mehr Schrott. Nein. Baum treten. Im Abbau zu sehen, Materialien klingt gut. Wenn du vor einschläfst, erhältst du auch die Effekte eines guten Schlafs. Oh, das klingt sehr praktisch. Mehr Daten, das ist nicht hier. Das heißt, wir können jetzt immer um eine Minute vor einschlafen gehen und sind super entspannt. Sehr schön. Dann, deine Waren verkaufen sich für 10% mehr. Ich verkaufe eigentlich nichts. Wenn du mit jemandem in der Stadt den Status Freund erreichst, kannst du ihn auf der Karte sehen. Das. Du erhältst zusätzlich 5% mehr Erfahrung für das Einreichen von höherwertigen Gegenständen. Erfahrung ist nicht so wirklich ein Faktor. Smalltalk und Geschenkewissen. Wenn du dich zum ersten Mal mit einem NPC unterhältst, erhältst du eine 10% Chance, einen zu sich Gunst zu halten. Wenn du ein beliebtes Geschenk machst, steigt deine Gunst um zusätzlich 1% mehr. Unbekanntes Wissen. Ja, und Party und Dates und so bin ich nicht der Mensch für. Mehr Erfahrungspunkte. Nee, ich glaube, ich nehme dann Stalker-Modus aktiviert. So. So, müssen wir erstmal rausgehen. Wir sollten ja doch schon mit einigen befreundet sein. Also nicht gut befreundet, aber so befreundet halt. Burgess, Avorio, Mian und das war's. Ha, okay. Also wir sollten vielleicht doch noch ein wenig an sozialen Interaktionen arbeiten. Dass uns alle mehr mögen. Außerdem rückt unser Geburtstag hier immer näher und das sollen uns eigentlich alle mögen, damit wir mehr Geschenke bekommen. Das ist die gesamte Prämisse von unserem Projekt hier. Mehr Geschenke. Ich glaube, die waren soweit okay. Aufträge. Unbedingt Aufträge gucken, weil ein gewisser jemand holt wieder auf. Das heißt, machen wir Plus, ne? Wieder zurück. Hartholz-Deal nehmen wir auch. Was versteckt sich da? Kupferrohr. Du willst schon wieder so einen Ofen? Den können wir. Okay, warte, erstmal müssen wir hier. Aus Eisenplatten. Haben nicht genug Stahlstangen? Ja, sind Stahlstangen. Stahlstangen. Glas läuft durch. Plastik. Plastikschrott ist auch gebraucht. Das wird jetzt restverarbeitet. Die Eisenplatten brauchen jetzt eine Weile. Also ich kann den Ofen hier jetzt nicht einfach so schnell machen. Das ist schade. Die Teeblätter können wir schon abgeben. Wir können mit Owen, Miguel und Penn uns unterhalten. Schrägstrich verhören. Die anderen Aufträge? Keine drei Hartholz-Dielen. Die wären auch hier, ne? Okay. Dann wollen wir doch mal dem ganzen Meer auf den Grund gehen.
Also was Lorin jetzt angeht. Hey, see you around. Hier wollte ich das geben. So, bitteschön. Miguel und Penn nur noch. Owen hatten wir ja schon. Das Gespräch mit Penn wird... Er wird sich irgendwelche Sachen ausdenken, dass Logan ihn mit Bomben beschmissen hat und er sie mit seinem Schwert zurückgeschlagen. Irgendwas in der Richtung. 100 pro. Oder er hat seine Brustmuskeln angespannt und die Bomben sind zurückgeflogen. Hey. Hey, it's Kenny Arms. How can the Protector serve you today? Zeig ihm das Bombenfoto. What's that? Making bombs now, are we? Ah, finally! You're getting into building cool stuff. I meant to say something to you about all those lame screws and boards and, Oh, I see. Yes, now that you mention it, I believe I have seen these kinds of bombs before. Yes, yes, it's coming back to me. That foul Logan's paramount compatriot used those kinds of bombs as his weapons of choice. Mm-hmm. A bit cowardly, if you ask me. If you don't have the guts to look someone in the eye as you punch them in the teeth, well... In my book, you shouldn't be fighting at all. Furthermore, these puny things would hardly scathe an indomitable chevalier such as myself. Hey, it's Skinny Arms. How can so, hast du Logan in der Nacht gesehen, als er den Tempel gesprengt hat? Aha, trying to track down that dastardly Logan, are you? Good on you, Skinny. If you do find out where he is, why not tell me first? Skip the civil corps, skip the paperwork, you know, make sure Logan gets some real justice. Justice shall be swift and final. Gute Seite des Baldur's Gate. I thought we were doing extrajudicial stuff already. It's not such a stretch from what you're doing now. fine. What do I know? Let me think. The night Logan attacked our temple, I was at home pumping iron. Yes, I believe I was trying to perfect a 300-kilogram clean and press with one finger. But my darn palmar interosseous muscle was acting up. As soon as I heard the explosion, I rushed out of my room to see Burgess knocked out. That's something I see all the time, but what really caught my attention was the exploded temple. I managed to catch a glimpse of Logan riding away with someone, but they were too far gone for me to pursue. Maybe it really is time for me to get a loyal steed to call my own. Nah, I'll just keep training to run faster. Well, I hope you enjoyed listening to my story as much as I enjoyed telling it. Say, Skinny Arms, you're a good listener. I'll have to tell you stories more often. Hey, it's Skinny Arms. Danke, schon okay. No more questions. Ja, bye bye. Also, ihr wartet nicht sehr hilfreich. Aber doch nicht ganz so viel Geprahle, wie ich dachte. Ich hätte echt erwartet, dass er... noch so einen Kampf mit einbaut, den er mit Logan hätte. So, und jetzt das Befangenste überhaupt. Hi. You're looking into the Logan incident, eh? Dreadful stuff. Quite displeased to see things turn out the way they did. Not to mention the fallout since. But it can't be helped. To be blunt, if Howlett had stayed out of the ruins we all know are too dangerous to explore, he'd still be alive. Yes, I made the decision to put Howlett under quarantine. Yes, it did enrage Logan and drive him to madness, but I did what was best for the town, and I'd do it again if I had to. It's not a pleasant tale, just like the state of our world, unfortunately. Okay, er will wohl nicht ausgefragt werden. Interessant. Also wir konnten ihm nichts zeigen, nichts fragen, gar nichts. Okay. Und ja, leider hat er so gesehen auch recht. Also, wenn es wirklich irgendwas Ansteckendes war, dann hat er vollkommen richtig gehandelt.
Aber dass sie sich halt mit Technik nicht so auskennen, die Kirche, ist mein Verdacht halt eher, dass man hätte was machen können und die haben sich einfach nur nicht getraut oder was auch immer, weil es halt Technologie ist. You did what? I did what I had to do. What you did was impulsive. And you put our friend in danger. I was coming up with a plan. All right, I reckon when you put it that way, I did what I had to do in order to get things done in a time frame that I could find satisfactory. Which is basically the same thing. Nope. Warst egoistisch und hast das nur an dich gedacht. Ein sehr großer Unterschied, den sehr viele Leute mal bedenken sollten. Look, here they are now. Everything went fine, right? Ah, ich war ein bisschen nervös, keiner schöpft Verdacht. Das schöpft 100% jemand Verdacht. Ich meine, wir haben die ganze Stadt verhört. Egal. Ja, see, it's like I said. Not everybody's a detective. Folks got their own problems to worry about. Getting away with stuff is real easy. Half of the time it works every time. That's very specious. Much obliged. Well, if you're safe, I guess there's no point in getting hung up on what's already happened. Can you guys just promise me that you'll be more careful in the future? Ain't y'all ever heard of all's well that ends well? Fortune favors the bold? Stupid is as stupid does? I thought y'all were into book learning. Oh, all right, fine. We promise. With that being said, spill the beans! What'd you find out? I see. Wow! So, what does it all mean? Wir haben nichts rausgefunden am Ende, oder? Also ja, wir haben genauere Informationen darüber gefunden, dass sein Vater krank war, weil er in Ruinen war. Dass Logan ihn... Das mit dem Befreien ist nicht sicher. Also wir wissen, dass eine Bombe explodiert. Und es ist recht naheliegend, dass es Harus Bomben waren. Aber wir haben keinen Augenzeugenbericht, dass wirklich Logan die Bombe geschmissen hat. Es ist nichts Hundertprozentiges dabei. I have no idea. What? Come on, you said talking to everyone would help us solve the case. Elsie could really do with a little less backseat detectiving right now. I'm sorry, I'm just all riled up. I think the best thing we can do for now is just wait until we have something else to go on. Thanks for doing all you did. Your summary on what you learned today was incisive and insightful. Yeah, you went out there and hit the streets like a real hard-boiled bad egg. In fact, that gives me an idea. Tomorrow, I'm gonna give you a surprise. Oh, nee, bitte nicht. No, no, not what it is. A real surprise. You just better ready. I'm off. Might want to double-check your windows are locked tonight. Yeah, das klingt sehr gut. Nothing more for us to do now. Better just get back to it. See ya! Ja. Raus. Also ja, wenig rausgefunden. Alles nur vage Hinweise. Keine wirklich guten Beschreibungen. Wir müssten eigentlich Logan schnappen und ihn einfach selber direkt mal fragen nach seiner Sicht. Das heißt ja nicht, dass er dann auch die Wahrheit sagt, aber dann haben wir wenigstens eine andere Perspektive mal. Als Junge dreht durch, weil sein Dad krank ist und er versteht nicht, was in Quarantäne ist. Das glaube ich nicht. So doof wird nicht mal Elsie. Also, ja. Ja, wobei. Ich muss gerade 2 Jahre zurückdenken. Da haben sich Leute auch sehr doof angestellt und geglaubt, sie machen das Richtige. Und selbst heute noch. Also ja doch, die Kapazität der Menschheit für Dummheit ist ziemlich hoch. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das der Fall hier jetzt gerade ist. Ja, Eisenplatten brauchen wir ja ewig. Den Ofen kann ich auch nur hier herstellen. Ja, ich glaube, wir können jetzt gerade gar nichts machen. Wir könnten noch einen Verarbeiter herstellen, aber machen wir das hier kurz weg. Alles einsammeln. Ja, wir verlieren hier nichts.
Also einmal den besseren Ofen und einmal noch einen Verarbeiter und vielleicht noch einen von den anderen. Den da und den da. Lob. 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 Sehr gut. Den gehen wir gleich ab. Und ein Verarbeiter bürgerlicher, ne? Das ist der höchste, den wir jetzt haben. Da werden die Motoren fehlen. Oh, und Stahlstangen. Und Blutsteinsägen. Hi. So, Motoren kriegen wir in den Minen. Da werde ich einfach nur buddeln gehen. Das kann ich hier alles mal rein. Trotzdem noch ziemlich voll beladen. Ich wollte auch noch mehr Kisten bauen für die Museumssachen. Die haben ganz schön das Inventar zugestopft. Nimm Holzkiste. Ah! Abbrechen. Wir haben kein Kupfer. Okay, ich werde dann in die alte Mine da gehen, die Ressourcen zu bekommen. So, dann gehen wir jetzt den Ofen wieder bei Jan ab. Allein der Ofen sollte schon 150 Punkte oder so geben. Also ich glaube, wir haben heute, also wir sind nicht wieder bei 1000 Punkte Vorsprung, aber vielleicht so bei 800, 900. Jan, ach, da oben. Da ist die Lampe an. Das ist ja interessant. So. Wir hatten hier auch Rezepte, die wir kaufen sollten, aber die nicht da waren letztes Mal. Und die sind immer noch nicht da. Also irgendwelche Zahnräder oder so Gedöns, ich weiß nicht. Vielleicht kommen die erst irgendwann später. Minus 5. Na gut, ich kaufe mal ein paar Sachen einfach nur, damit sie weg sind. Jetzt gerade die ganzen günstigen Sachen fallen ja nicht wirklich auf. Das andere sind alles Möbel. Hölzerne Wassertasse. Wahnsinn. Okay. So, wie viele Punkte haben wir denn? 657? Ja. Gefällt mir ehrlich gesagt immer noch nicht. Wie viele Tage haben wir noch? Ein paar. Da ist irgendein Fest. Dazwischen ist gar nichts. Okay. Da müssen wir dranbleiben. You're handling the main tank and such for the water? Irgendwas, was wir loswerden wollen. Nicht wirklich, ne? Hier in dem Teller. Oh, thank you. Sehr schön. So, haben wir noch. Da oben haben wir irgendwas. Wer ist das? Hat nichts hiermit zu tun. Ich glaube, es ist der alte Mann auf dem Friedhof. Der hat noch eine kleine Nebenaufgabe für uns. Und da wir heute eh nichts anderes zu tun haben, können wir da mal hinschauen. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass der vielleicht eine andere Perspektive hat, weil er halt ein wenig distanzierter ist von den meisten anderen Dorfbewohnern hier. Andererseits bekommt er von da vielleicht auch gar nichts mit, denkt sich irgendeinen Stuss aus. Ist denn felsenfest der Meinung, dass es so stimmt, als sich richtig anfühlt? So. Hallo. Nicht schießen. Howdy. Oh, wegen dem Foto, okay. Grüß dich, Jüngling. Lebst du dich gut ein? Ja. Sag mal, wenn es dir nichts ausmacht, darf ich dich um etwas bitten? Yeah. Meine Frau und ich waren seit den ersten Anfängen von Central Kier, früher als es nicht mehr als eine unentdeckte Oase war.
Während dieser Zeit hatte ich eine Reliktkamera, um unser Leben aufzuzeichnen. Ich habe alle Fotos in einem Fotoalbum aufbewahrt, aber vor dem letzten Sandsturm hat mich mein Gedächtnis im Stich gelassen und ich habe das alte Album draußen gelassen. Nach dem Sturm war es weg. Yeah. Jetzt habe ich mich damit abgefunden, dass ich die Fotos verloren habe, aber vielleicht ist noch Zeit, ein paar weitere Erinnerungen zu machen. Könntest du ein neues Fotoalbum für diese alte Seele erstellen? Klar. Yeah. Und schon das erste Foto für ihn. Oh, dieses Foto, das bringt Erinnerungen zurück. Pass mal schnieke aus. Wir können auf diesem Foto nicht viel älter als 20 sein. Das ist nicht lange, nachdem wir uns in der Oase begegnet sind. War ganz schön grün aus damals. Sie leitete ihr Hotel und ich war ein Gärtner ohne wirkliches Ziel. Wir lernten uns kennen, als ich gerade auf der Durchreise war. War sofort von ihrer Leidenschaft beeindruckt. Sie erzählte mir von ihrem Traum, die Schönheit von Sandrock mit der Welt zu teilen. Yeah. Wie seltsam, dass die feurigen Augen voller Leidenschaft bald voller Tränen sein würden und alles nur, weil ihr Traum wahr geworden war. In der Tat teilte sie ihre Oase mit der Welt, aber die Welt brachte nicht diese Freundlichkeit mit. Ja. Nichts Perfektes kann bleiben. Die Zeit marschiert leider nur in eine Richtung weiter. Vielleicht war Sandrock dazu bestimmt, aufgebraucht zu werden. Ich habe mein Bestes gegeben, um die Zeit in der Wüste zurückzudrehen, aber ich war nur ein Mann und mein Versuch war töricht. Auf diesem Foto sieht sie so glücklich aus. Ich hatte diesen Blick schon fast vergessen. Hätte ich sie doch nur an dem Tag zurückgehalten, als sie das Strohgitter überprüfen wollte. Oh, Entschuldigung, ich habe dich zu lange aufgehalten, nicht wahr? Das Strohgitter hat sie umgebracht? Was sagen mir die Gärtner da nicht? Junger Hüpfer. 41? Danke, dass du mir das gebracht hast. Tut gut, diese alten Geschichten mit jemandem zu teilen, der sie hören will. Schau doch mal vorbei, wenn du noch mehr Fotos von mir findest. Das werden wir machen. Mal kurz gucken, ob wir irgendwas klauen können. Also, ob da eine Kiste steht, ne? Kisten sind Gemeinschaftsgut. Oder so ähnlich. Oh, die Meerkatze wohnt hier? Oder ist das Parsing, das mir hier vorbeiführt? Hey. Du verhältst dich verdächtig. Hundefutter mochtest du nicht, das hatten wir, glaube ich, schon getestet. Tomaten? Geht so. Screech. Ja, ist okay. Mach ein Fotoalbum. Haben wir schon alles für? Dann huschen wir doch mal, so schnell wie es eben geht. Nach Hause. Forschung hatten wir angeschmissen. Oh, wir könnten gucken, wie teuer ein Stall ist, um irgendwann ein eigenes Pferd zu kaufen. Aber ich denke, dafür sollten wir das Gelände nochmal vorarbeitern. Das wird jetzt schon wieder langsam eng. Also auch wegen dem wegen dem Teich, dem Sandteich da, den ich nie nutze. Ja. Also bevor da jetzt noch irgendwo ein Stall hinkommt, müssen wir auf jeden Fall noch einmal, wenn nicht sogar zweimal aufstufen. Alle hopp. So. Die kommen mit. Dann kurz das Album, nicht den Mixer, das Album herstellen, da. Und dann gleich wieder zu ihm zurückdingeln, denke ich mal. Du tust dir gar nichts. Dann mach bitte auch Stahlstangen. Holzdielen. Da werde ich nachher nochmal zickzack laufen müssen. Na gut, geben wir jetzt das Album beim Mord ab und dann werde ich auch schon Richtung Mine verschwinden. Weil sich da gerade jemand meldet. So. Es wundert mich ein wenig, dass wir so wenig Gesichter auf der Karte sehen.
Also auch Grace. Wir sind nicht mit Grace befreundet? Mein Geburtstag liegt ziemlich nah am Tag der hellen Sonne. Möchtest du einen Teller? Thanks. Mal versucht werden. Und hey, 2 Punkte. Also ja, anscheinend sind wir doch nicht mit so vielen Leuten befreundet wie gedacht. Die sind jetzt alles nur Bekannte oder wie auch immer die Stufe davor heißt. Ich sollte echt mit dem Kochen mich mehr auseinandersetzen und andere Dinge craften. Also diese Hygieneartikel, Nagelfeile, Kamm und so weiter, die mag die eine ja ganz gerne. Davon sollten wir halt mehr herstellen, die regelmäßig geben. Aber da war sie auch so ziemlich der Einzige. Wir haben 10 Leuten oder so Nagelfeilen gegeben und sie war die Einzige, die es mochte. Yeah. Meine Güte, dieses Fotoalbum ist sehr gut gemacht, nicht? So jung und talentiert zu sein. Es ist, wie man sagt, die Stärke junger Wellen soll die Alten ans Ufer spülen. Das klingt irgendwie gefährlich und makaber. Ich werde gut auf dieses hier aufpassen und bin zuversichtlich, was die Zukunft mit sich bringt. Danke, junger Handwerker. Gerne doch. 52 Gold ist putzig. Also ein kleines Trinkgeld. Aber ja, ruf mit ihm. Auch wenn es bei ihm wahrscheinlich eine ganze Weile dauern wird, bis er Freund wird. Er wohnt halt so weit weg. Wissen wir irgendwas über ihn, was er mag? Da ist er. Nee, wir haben noch gar nichts. Du magst Rippenfleisch und Hundefutter. Mal Gold. Dass wir bei niemandem was haben, was die lieben. Du magst die Rose, weil du die Rose bist, ja. Die mag die Hygienesachen. Du magst die Bronzeplatte. Und Opal. Also ich glaube, wenn wir an einer gewissen Schwelle sind, also genug Punkte mit denen haben, dann sagen sie auch irgendwann, was sie wollen. Also Mian zum Beispiel hat irgendwann angefangen mit, ich hätte ja ganz gerne so zwischendurch mal eine Bronzeplatte. Die andere will ihre Federohrringe da haben, die wir nie herstellen können, da was fehlt. Das heißt, ich müsste einfach nur wirklich jeden öfters anschnacken und irgendwelche Sachen in die Hand drücken. Schenkt mir nichts, wow. Bis sie uns halt genug mögen, um zu sagen, was sie wirklich wollen. Ausprobieren ginge auch, so halbwegs. Thanks, it's really nice. Bock hat einen harten Job und kommt so hungrig nach Hause, dass er ein ganzes Jagdmehl essen könnte. Ich muss dafür sorgen, dass ich immer so viel koche, wie er essen kann, damit er die nötige Energie hat. Danke, Handwerker, das sieht toll aus. Ja, okay, dass die Klischee-Hausfrau sich jetzt über einen Topf freut, finde ich ein bisschen... Aha. Aber okay. Aber wie gesagt, ich muss jetzt leider los. Ich werde die Dielen noch abgeben bei Burgess. Das sollte ja nichts wirklich Wildes sein. Aber fehlt immer noch einer. Ja, die eine Diele abgeben und danach in die Mine verschwinden, um Kupfer und Zinn zu holen. Also bis nächstes Wochenende.